Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu unserer kleinen Höhlenexkursion bei Ark Survival Evolved. Ich bin jetzt gerade noch nicht weitergelaufen, sondern mir kam gerade noch die Idee, das Artefakt, was wir hier mühselig uns erarbeitet haben, erstmal in Sicherheit zu bringen. Ach so, fällt mir gerade ein, das ist natürlich unsinnig. Geht ja gar nicht. Das war wieder doof von mir. Ich wollte es jetzt, klug wie ich bin, in einen Vogel legen. Ich habe euch ja gerade in der letzten Folge zum Schluss erzählt, dass man Artefakte nicht in Tiere legen kann und dann will ich es in ein Tier legen. Okay, gut. Nein, also dann müssen wir einfach versuchen, nicht zu sterben, während wir das Artefakt bei uns haben. So, jetzt sind wir hier wieder an der Weggabelung. Das letzte Mal sind wir links abgebogen. Jetzt geht's rechts lang. Hier ist erfahrungsgemäß auch immer viel los. Ah, da sehe ich doch schon was in der Wand backen. Komm, du willst mich doch angreifen. Dann tu's. Und erschreck mich nicht wieder. Komm. Dich doch schon gesehen. Du Mistvieh. Warum willst du denn jetzt nicht kommen? Da hinten wartet nämlich auch schon eine ganze Menge auf uns. Können wir ja schon mal im Fernglas gucken, weil ihr das wahrscheinlich noch nicht sehen werdet. Kleiner Skorpion. Noch ein kleiner Skorpion. Wer weiß, was da noch so in der Ecke sitzt. Na, dann gehe ich hier mal vorsichtig weiter und dann wirst du mich wahrscheinlich von hinten angreifen. Hinterlistig, wie du bist. Nicht? Also der Skorpion hat mich jetzt mal gesehen. Der kommt auch. Also die Skorpione finde ich noch am freundlichsten, sage ich mal so. Weil man mit denen ganz gut zurechtkommt. Fertig wird. So, Spinnen und Schlangen sehe ich. Naja. Haben wir auch gleich wieder ein Level abbekommen. Da warten auch noch Schlangen hinter diesen Stalagmiten. Ich weiß gar nicht, die von unten kommen. Wie heißen die gleich nochmal? Okay. So, auch soweit ganz gut gelaufen. Wir haben jetzt schon über 700% Melee-Damage. Machen wir nochmal ein Level up darauf. Wir sind ein bisschen überladen. Ich würde da doch mal ein bisschen was abwerfen hier auch jetzt wieder. So viel kann der Wolf leider halt nicht tragen. So, dieses Premium-Fleisch nützt uns nichts. Das kann alles weg. So, die Pfeile würde ich jetzt auch mal entsorgen, weil die so viel wiegen. Dass wir nicht so überladen sind. Ich bin mir halt nicht sicher, ob hier Megalosaurier in dieser Höhle vorkommen könnten. Ah, das sind wieder so hässliche Atropoeras. Ekelhafte Viecher da. Die einen immer so anspucken. Na komm. Komm her, du Kackvieh. Boah, zum Glück bloß Level 16. Ah, da drüben sind auch noch wieder welche. Ich hasse diese Tiere, ey. Die sind sowas von ekelhaft. Und gefährlich. Ekelhaft und gefährlich. So. Da warte ich auch, bis das herkommt. Müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht anspucken lassen. Okay. Das war zum Glück nicht so hoch im Level. Aber auch da waren schon wieder 500 Punkte weg, ne? So, wir sind immer noch überladen. Also, ja, dann gebe ich dem Wolf ein bisschen was zu fressen. Das Artefakt wiegt natürlich auch 5 Kilo. Man hätte vielleicht auch zuerst auf der Seite hier lang gehen können. Wäre vielleicht sogar effektiver, weil es hier dann nämlich auch die Entdeckernotizen gibt. Und die lohnen sich dann ja gerade,
Ich werde jetzt so mal ein bisschen von dem Chitin auch loswerden. Ein bisschen noch Fleisch, das wir tragen können. Die Entdeckernotizen lohnen sich dann natürlich umso mehr Tiere man dann auch in der Höhle noch erledigt. Und wenn man natürlich die erst am Schluss der Höhlenerkundung findet, dann ist das blöd. Ich würde nämlich jetzt mal einfach zu dieser Entdeckernotiz gehen, die schnell öffnen, damit ich hier den Bonus auch nutzen kann, wenn ich jetzt die Schlangen noch töte. Na, also ihr seht, da war eine Entdeckernotiz. Die bringt uns gleich nochmal ordentlich Level-Ups. Gehen wir doch nochmal eins auf Leben. Und Schaden. Und dann können wir nämlich hier weiterziehen. So, hier unten geht's, glaube ich. Ah doch, hier ist auch ein Weg. Ist die Frage. Na, dann gehen wir zuerst hier lang. Wo sich das natürlich für den Rückweg anbieten würde. Na, wir machen den langen Weg außen lang. Okay, also wir halten uns weiter hier dem Hauptweg. Auf dem Hauptweg. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder was aus der Wand gesprungen. Was uns zu Tode erschrecken möchte. Wie beim letzten Mal. Nichts? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier kommt doch bestimmt gleich was. Ich guck mal schnell durch mein Fernglas, weil ich da vorne nicht so richtig ausmachen kann, ob da was ist oder nicht. Na, ich sehe nichts. Sieht erstmal frei aus. Ah, hier kommen sie wieder aus der Wand. Oh, unser Wolf hat mittlerweile so viel Nahkampfschaden, dass er hier so eine kleine Spinne auch mit einmal fertig machen kann. Aber jetzt ist er trotzdem in der Wand und hat uns vollgespuckt. Das ist natürlich hinterlistig hier. Wie soll ich ihn die dann besiegen, wenn die sie nicht zeigt? Ja. Entweder sie kommt noch nach oder wir können sie auch einfach ignorieren. So, da ist wieder ein Skorpion. Der hat Medboost gehabt. Das heißt, muss noch irgendwo einer rumspringen. Level Up können wir wieder vergeben. Ah, da ist der Skorpion. Ja, jetzt freue dich nicht so sehr über dein Level Up. Töte lieber den Skorpion. Muss schon arbeiten. So, das Leder, Premiumfleisch wieder weg. Wir sind wieder so nah am Überladen. Vielleicht werde ich auch noch ein paar Level Up auf Gewicht verteilen bei dem Wolf. Weil sonst die Werte für Gesundheit und Nahkampfschaden sind ja nun wirklich schon sehr gut. Dass man das eigentlich nicht mehr wirklich brauchen. Wird auch schon wieder was. Ach, wieder so ein scheiß Atropo-Era-Vieh. Mitten in der Wand. Das sind sogar wieder zwei. Die hauen auch kräftig rein, ne? So, da sehe ich schon mal wieder ein Spinnviecher. Drei Stück. Ach, die haben aber auch eine Reichweite mit ihren Netzen, ne? Aber gegen unseren Wolf haben sie auch nicht so viel zu sagen. So, ich mach doch mal ein bisschen Gewicht hier. Dass wir was tragen können. Dann füttern wir unseren Wolf wieder, um ein paar Trefferpunkte zu regenerieren. Und jetzt ist auch die Nacht vorbei. Das heißt, falls ihr Megalosaurier unterwegs sein sollten, müssten die jetzt auch wieder friedlich eingerollt schlafen. Also dann hat es funktioniert, dass die Nacht jetzt auch bei mir schneller vorbei ist. Die hat sich auch ein bisschen verändert oder täuscht das? Habe ich das anders in Erinnerung?
ganz vorsichtig, gehe ich jetzt hier lang. Da sitzen auch genug Tierchen rum, die hier wahrscheinlich gleich sich auf uns stürzen werden. Ja, blöden Viecher, ey. Ekelhaften Tierchen. Hier komme ich auch nicht so ohne weiteres rüber. Hm? Wo kam das Vieh jetzt her? Von oben, hm? So, aber auch hier gibt es dann noch eine Entdeckernotiz und eine Lootkiste. Ich nehme jetzt mal die Entdeckernotiz noch schnell mit. Also die ist hier natürlich ein bisschen sinnlos. Weil wir hier im Prinzip die ganze Höhle schon durch haben. So, und hier diese Lootkiste, da wird wahrscheinlich gar nicht so sinnvolles Sinn drin sein. Ja, das ist total... Wie gesagt, die Loots in dieser Höhle hier sind ein bisschen sinnlos. Das ist jetzt hier eine Blaupause für eine verbesserte Slingshot. Das brauchen wir alles nicht. So, dann mache ich hier mal Gewicht auf über 300 für den Wolf. Und dann Nahkampfschaden sind wir jetzt bei 919. So, dann gucken wir mal, dass es hier hinten vielleicht noch das ein oder andere Tier gibt, was man erledigen kann. Und dann sind wir nämlich durch bei der Höhle und dann haben wir doch alles soweit erkundet. Und wie gesagt, wenn man zuerst auf diese Seite gegangen wäre, würden sich natürlich auch diese Entdeckernotizen mehr lohnen. Weil so haben wir die jetzt eigentlich erst verbraucht, als wir schon durch sind. Also auch hier, die kann ich jetzt noch mitnehmen. Bringt auch nochmal 4 Level-Ups für den Wolf, was ja schön und gut ist. Machen wir halt gleich 1000 Nahkampfschaden. Können wir auch nochmal auf knapp 5000 Leben skillen. Also eigentlich müsste man, könnt ihr euch ja merken, zuerst hier in diese Richtung gehen, alles besiegen. Wenn man da halt die ganzen Entdeckernotizen mitnimmt. Guck mal, ob hier noch was kommt, was wir noch killen können. Da war also noch ein Sarko. Halten einfach mal die Tatzen ins Wasser. Dass wir vielleicht noch ein paar Piranhas und Sarkos killen können für die XP. Aber mehr will da hier gar nicht kommen. Hm? Na gut. Aber ihr seht, also das ist dann dieser See, ne? Den wollten wir halt vorhin da überqueren, da drüben. Jetzt sind wir halt auf der Seite. Also diese Höhle ist auch nicht sonderlich groß. Ist halt relativ einfach. Wenn man so ein bisschen vorsichtig rangeht und weiß, wie man es macht. Was ich hier leider gar nicht gesehen habe, sind hier diese Kacke-Käfer. Das hätte sich ja angeboten, da gleich noch einen mitzunehmen. So, und neu gespawnt ist ja aber auch nichts. Wir können ja einfach nochmal gucken, ob auf der anderen Seite der Weggabelung neue Tiere da sind, dass man nicht doch noch ein bisschen den XP-Bonus oder Boost von den Entdeckernotizen mitnehmen können. Gucken wir einfach mal, ob hier neue Gegner da sind. Das dauert halt meistens doch seine Zeit, bis da was Neues sich anbahnt. Hier scheint auch nichts zu sein. Ja, ne, dann sind wir halt mit der Höhle durch, ne? Es ist nicht schön, wenn das so schön leer ist. Okay. Ja, aber dann haben wir das doch geschafft. Wir haben es überlebt. Wir sind nicht gestorben. Unser Wölfchen ist auch nicht gestorben. Haben wir doch gut hingekriegt. Dann könnte man theoretisch ja auch
sich demnächst die zentrale Höhle mal vornehmen. Die ist ein bisschen anspruchsvoller. Auch aus dem Grund, weil es dort Fledermäuse gibt. Also die hat man hier ja überhaupt nicht. Die haben natürlich auch nochmal ihre eigene Gefährlichkeit. Und in der Höhle gibt es dann meiner Meinung nach auch mit Sicherheit die Megalosaurier. Aber eigentlich könnte man doch das gleich dranhängen. Also ich würde nicht sofort dahin. Ich würde nämlich erstmal alles so Wichtige auslagern, also vor allen Dingen das Artefakt zu Hause unterbringen. Uns eine neue Rüstung craften. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir die dann auch mitnehmen, weil die wird dann wahrscheinlich eh wieder kaputt gehen. Aber trotzdem, reparieren schadet nicht. Und dann vielleicht auch ein paar Kackehaufen mitnehmen, falls wir doch das Glück haben, da so einen Käfer zu finden, dass wir den auch gleich mitnehmen können. Und dann brauchen wir auch ein neues Bett. Eine neue Foundation müssen wir auch wieder einpacken. Die Tore würde ich wahrscheinlich gleich von hier mitnehmen. Die sind ja aufhebbar. Okay. Ah, hier ruckelt es immer ein kleines bisschen, wie gesagt. Hier darf natürlich jetzt kein Tier sitzen. Ja, vielleicht lasse ich die Tore auch hier. Wir haben ja genug Tore da. So. Achso, jetzt genau. Weil ich kann halt doch nicht in Höhlen fliegen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht auf den Vogel aufsteigen. Den kriege ich allerdings raus, indem ich ihn mir folgen lasse. Und dann klappt das. So, jetzt hat mich so eine blöde Möwe angegriffen. Aber das ignoriere ich jetzt auch. Okay. Aber da haben wir unsere allererste gemeinsame Höhlenexkursion doch gut überstanden. Jetzt fühle ich mich auch so wagemutig und tollkühn, dass wir doch auch gleich noch die nächste Höhle dranhängen können. Die Zentralhöhle am Vulkan, an der wir halt schon mal vorbeigefahren sind, wo ich euch sagte, die will ich noch nicht als erstes machen. Aber die würde ich als nächstes machen wollen. Das ist vielleicht für euch auch mal doch ganz spannend zu sehen. So ein paar Höhlenexkursionen. Erstmal Zwischenstopp zu Hause. Nochmal Vorbereitung treffen. Nachbereitung jetzt für von der Exkursion bearbeiten. Hungrig sind wir auch ein bisschen. Also es gibt auch, wenn man Schaden genommen hat und sich schnell heilen möchte, gibt es natürlich auch Heilungstränke, die man sich vorher herstellen kann. Da sehe ich für die Höhlen bisher noch nicht so die Notwendigkeit, für spätere Höhlen auf jeden Fall. Da würde ich das dann auch herstellen. Aber für die Anfängerhöhle braucht man es nicht, habt ihr gesehen. Wenn man es halbwegs richtig macht. Und für die Zentralhöhle müssen wir mal gucken, wie das sich dann gestaltet. Also wir kriegen das ja schnell mit. Also wenn wir rechtzeitig mitbekommen, das wird nichts, können wir immer noch umkehren. Und müssen da nichts unnötig riskieren. Aber so hat das doch wirklich gut geklappt. Das Artefakt haben wir mitgenommen. Die Entdeckernotizen, gut, man hätte die wahrscheinlich auch stehen lassen können, wenn wir da eh noch später für die Bosskämpfe die Artefakte mehrmals uns holen müssen. Hätte man das natürlich auch später noch öffnen können, die Entdeckernotizen. Aber jetzt haben wir sie einmal mitgenommen. Ist auch okay. So, und wenn ich dran denke, holen wir uns auch ein paar Kack. Haufen.
Dann stecken die uns mit ein. Da können wir dann so einen Kacke-Käfer, falls wir dort einen finden, auch zähmen und mitnehmen. Also theoretisch, was man halt auch machen kann für solche Höhlenexkursionen, ist Bug Repellent sich herstellen. Also, ja, wie nennt man es im Deutschen? Insektenschutzmittel in etwa oder halt Tarnschutzmittel, dass Insekten nur auf einen aufmerksam werden, wenn man zu nah an sie rankommt. Also Spinnen dürften einen dann nicht sehen können. Fledermäuse auch nicht, glaube ich. Wenn man dieses Bug Repellent halt benutzt, hält das die Tiere auf Distanz. Also das hilft dann auch schon in solchen Höhlen. Ganz klar, aber es ist nicht so einfach herzustellen, beziehungsweise ist recht teuer in der Herstellung. Deswegen nutze ich das dann meistens doch nicht, sondern suche die direkte Konfrontation mit meinen Gegnern. Und ja, okay. Landen wir. So, was hast du jetzt noch im Vogel? Also da haben wir noch ein Tor. Hier diesen ganzen unsinnigen Kram braucht man nicht. Ja, das ist gut. Die Bären könnte man natürlich verteilen in die Tiere hier, die nichts haben. Und bei dem Wolf, der hat hier diese Trophäe, das Fleisch kann er behalten, das Chitin würde ich dann einfach mal in die Werkbank legen. Sofern da genug Platz dafür ist, das weiß man halt auch nicht gleich. 3400 knapp haben wir jetzt davon geholt, also das ist schon eine ganze Menge. Das ist echt eine ganze Menge. So, das behalten wir. Dann kriegen hier die Tiere was zu fressen. Das Äffchen hat sogar noch. Okay, dann kriegst du das hier noch. Die Trophäen kamen auch erstmal hier rein, genau wie das Artefakt. Das muss ich dann halt bei Gelegenheit alles mal noch umsortieren. Derzeit ist das hier so der Sammelschrank für alles Mögliche. Vergammeltes Fleisch kommt darüber. Die Meobären können wir auch erstmal essen. Da bin ich jetzt zu faul, die wegzuräumen. Ja, man müsste halt die Rüstung mal reparieren. Das kann nicht verkehrt sein. Okay. Den Helm bzw. unsere schmucke Brille rüsten wir dann natürlich auch gleich aus. Ziehen wir uns wieder hübsch an, ne? Und dann brauchen wir ein neues Bett. Und dann würde ich an der Stelle bräuchte man auch so drei Tore wahrscheinlich. Eins haben wir noch einstecken, das heißt, wir bräuchten noch zwei wieder extra. Eins, zwei und dann die Türen dazu. Okay, und ein Fundament, um das Bett drauf zu platzieren. Okay. So, dann gucken wir mal nach Kackehaufen, dass wir uns da vielleicht auch was zähmen können. So ein Kackekäfer. Der
Der braucht ja eigentlich auch nicht ganz so viel. Kann ich auch noch mal gucken, ob es Eier gibt in unserer Kibbelfarm. Komm, kackt mal. Kackt mal für mich. Kommt aber wenig. Haben sie das auch geändert, die Frequenz? Nee, ich wollte nicht drauf reiten. Ich wollte hier das einsammeln. Dann hat man das richtige Pixel gefunden. In der letzten Sekunde schwenkt es dann doch nochmal auf den Sattel um. So, und dann gucken wir hier nochmal rein. Sammeln Eier oder Kacke auf, je nachdem, was da ist. Ihr habt irgendwie gar nichts produziert. Das Dreieck hat gerade gekackt. Wunderbar. Eier wären mir natürlich eigentlich auch lieber. Aber ja, dann nehme ich erstmal die Kackehaufen. Jetzt haben wir Durst. Ja, dann werden wir auch dann was trinken. Ist auch gerade Hitzewelle. Das hilft dann natürlich nicht, wenn ich hier dann schnell hin und her renne. Nochmal was gekackt hier. Nee. Dann gucke ich hier drin nochmal nach den Tieren, ob die auch vielleicht nochmal gekackt haben. Die wollen irgendwie alle nicht. Wollt alle nicht. Na gut. Ja, aber dann würde ich sagen, können wir in der nächsten Folge doch mal in die Zentralhöhle gehen. Die ist nicht so weit weg hier. Ich müsste, wenn mich nicht alles täuscht, eigentlich auch alles soweit vorbereitet haben. Mittlerweile so, dass das problemlos funktionieren sollte. Ich trinke jetzt hier was und dann ist doch alles gut. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.